Wir fragen uns, in was für Zeiten wir eigentlich gerade leben. Grenzschließung, nationaler Schulterschluss und Applaus statt angemessenem Lohn. Ich kann jetzt nicht auf alles thematisieren, was gerade schief läuft, denn dazu reicht die Zeit bei weitem, nicht. Doch wenn ihr mehr zu unseren Positionen wissen wollt, am Infotisch lässt sich unsere Zeitung zum Soli-Preis erstehen. Es soll jetzt nicht davon gesprochen werden, wie viele Menschen, die im Gesundheitswesen, also was die gerade alles leisten, denn auch vor Corona, also in Nicht-Ausnahmesituationen, sind das verdammt harte Jobs in einem unterfinanzierten Bereich. Uns allen ist bewusst, Menschen in Care-Berufen arbeiten oft aus Berufung, weil sie wissen, wie scheiß wichtig ihr Job ist und das wird zu jeder Gelegenheit gegen sie ausgespielt. Und umso mehr werden sie ausgebeutet. Okay, Überstunden, Unterbelegung, das ist Normalität. Das sehen wir auch wieder im diesjährigen SWÖ-Abschluss, also dem Kollektivvertrag im Sozialbereich. Dieser wurde für die nächsten 3 Jahre abgeschlossen und Proteste dagegen waren durch den Ausnahmezustand kaum möglich. Dieser Abschluss verachtet all die Menschen, die gerade in diesen Zeiten alles geben. Dass 80% der Beschäftigten weiblich sind, vereinfacht die Argumentation für jegliche Kürzungen. Es wird argumentiert, dass Frauen noch dazu veranlagt sind, Care-Arbeiten zu leisten. Das macht dir doch Spaß, warum beschwerst du dich über den Lohn? Hört man dann. Nia? Okay. Wir warten nur darauf, bis die Wirtschaftskammer twittert, wahre Helden brauchen keinen Lohn, wahre Helden sterben einem Heldentod. Und bis es soweit ist, gibt es dann eben Applaus. In den letzten Jahren wurde das Gesundheitssystem in vielen Ländern systematisch kaputt gespart, um den Kapitalismus aus der Krise zu ziehen. Aber eigentlich wissen wir schon längst, dieses Wirtschaftssystem ermöglicht kein lebenswertes Leben für alle. Auch für diese Krise werden wieder nicht die Konzerne zahlen, sondern die Lohnabhängigen gerade stehen müssen. In diesen Zeiten sehen wir uns alle direkt von den Einschränkungen der Regierung betroffen. Die Existenz vieler wird durch Entscheidungen von oben bedroht. Es kann sich also niemand leisten, sich als unpolitisch zu bezeichnen. Jetzt ist die Zeit, sich zu organisieren und das Recht einzufordern, unsere Zukunft mitzubestimmen.